Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Heute geht es hier mal in Richtung Marvel. Und zwar von Lego das Marvel Set 7625-3 Guardians of the Galaxy, das Headquarter. Wer kein Englisch kann, Headquarter heißt Hauptquartier. Boah, jetzt war ich wieder mal ganz, hier ist das Set. Da gibt es auch eine Rückseite. Kostet 9,99 € UVP. Wir haben es bei Alternate für 7,49 € gekauft. Hat 67 Teile, zwei Minifiguren. Die Minifiguren-Teile zählen als Einzelteile. Aha. Star-Lord und Groot. Ja, und wenn der so viel weiß, dann darf er es auch aufbauen. Ich werde ihm das Ding aufmachen. Genau, wollte ich gerade sagen, mach ihn mal auf. Nächste Lust zum Notarzt zu fahren, weil der hantiert manchmal mit den Dingern darum. Da kann es auch schlecht werden. Ja. Und da sollte man schon wissen, was man tut oder auch nicht. Ja, eher auch nicht. Nee, auch nicht. Sag mal. Gut zugeklebt, ha? Das ist richtig gut zugepackt. Also für einen, der da hier nicht diesen Daumendruck benutzt, der hat da, ich bin froh, dass ich es aufgemacht habe, weil das ist nicht so mit dem Messer so. Ja, ich hätte wahrscheinlich wieder eine von den Laschen abgeschnitten. Bitte schön, der Herr. Genau. Dann darfst du aufbauen, wenn du so viel davon weißt. Erstmal rauskicken. Ich sehe schon wieder eine Tapete. Zwei, drei Aufkleber. Drei Aufkleber? Das wird eigentlich noch. Für so ein kleines Set. Die Anleitung. Zwar Dotte. Ja, ich baue den Böhm auf. Und den anderen. Und den anderen dazu. Für den Baum sind hier gleich zwei Schulterpolster dabei. Sehr gut. Mal gucken, was fehlt. Ja, im Moment haben wir da ziemlich Glück mit Fehlteilen. Ich weiß auch nicht, ob die genau wissen, dass die unter den Theken oder so, boah, das geht an die, nichts wie hin mit den Fehlteilen. Nee, ist manchmal schon stressig, wenn man so eine Glückssträhne hat, dass jedes fünfte oder sechste Polybag hier mit seltsamem Inhalt ankommt. So, ist aber auch egal. Der Service von denen ist okay. Ja. Die schicken dir ganz schnell das fehlende Teil zu und dann passt das. Und das ist kein Jammern auf hohem Niveau. Bei so einer Weltfirma muss man andere Sachen erwarten als das. So. So, wenn ich jetzt die Tasse finde, muss es irgendwo glitzern. Schon eins erledigt. Cool. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Glitzer um mich rum. Wie es in der Anleitung drin steht. Auf jeden. Echt, da steht drauf, dass du glitzerst. Wo ist die Tüte, was ich über dich schütten muss? Ja, ist ein paar. Schieß rum, sind da dort. Ja, der hat in der Hand. Der hat aber nur zwei Hände. Jeder gute Star-Lord hat Ersatz. Mit Star kommt hin, der ist ganz starr. Wortklauberei. Mach ich am liebsten.
So, hier dann den brauchen wir und davon einen. Den setzen wir dazwischen. Wenn du schießt, dann auf ihn. Hauptsächlich gekauft wegen unserem Brockerholz. Ja. Ich finde den so geil. Der kann ja nur ein Wort. So wie ich das mitgekriegt habe. Ich bin gut, ja. Ja. Drei Worte. Drei Worte. Und was das alles bedeutet, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Diese drei Worte können die ganze Welt bedeuten. Ja. Mit diesen drei Worten erzählt er in Kurzform richtig lange Geschichten. Wir werden die Aufkleber nicht aufbringen. Die zwei Figuren kommen dann in unsere Sammlung. Also ich finde die Filme klasse. Ja. So zur Entspannung. Nicht groß nachdenken, einfach gucken. Das ist immer das Beste, wenn man den Kopf ausschalten kann. Ja. Für ein paar Minuten. Du kannst dich mit dem Film entspannen. Ist halt Geschmackssache. Dem einen gefällt jenes. Der eine guckt sich eben halt eine Operette an oder sowas und der andere eben halt hier so Actionfilme. Operette war das nicht so ein Schokoriegel? Nee, das war was anderes. Ein Teil, drei Seiten. Ja, ist doch schön. Ja, es ist eine andere Zielgruppe, 7 plus, aber auch die kriegen ein bisschen was besser. Schnell rein. So, Schraubenschlüssel, Schippe. Ich enthalte mich mal meinen Bemerkungen. Ja, ich weiß, hat viel getan. Ja. So. In Richtung negativ. So. Das ist nicht wahr. Warum ist das jetzt beweglich? Keine Ahnung. Wenn es fest war. Das wissen die, glaube ich, selber nicht. Achso, gut. Warum da nicht irgendwie einfach mal einmal ein Strong drauf gemacht und hat es dann damit befestigt? Das weiß keiner. Designtechnische Errungenschaften will man doch nicht bemängeln. Nein!
gar keinen Fall. So, drei Teile sind übrig. Genau, und Lampe festmachen, Tiefstoff vorstellen. Und jetzt muss wieder glitzern. So, insgesamt sind fünf Teile übrig, die drei Aufkleber, zwei Aufkleber. Drei. Zwei? Nein. Das ist einer. Das ist einer. Der kommt auf das Panel hier. Ach so, alles klar. Und der andere kommt hier drauf. Ganz toll. Genau. Ja, dann mach mal. Ja. Figuren. So, Star-Lord und Groot. Ja, Groot hatten wir jetzt letztes schon mal in einem Film aus dem aktuellen Star Wars Heft. Es gibt dazu zwei Unterschiede, soweit ich gesehen habe. Einmal der Kopf und die Schulterpolster. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben einen Ersatzschulterpolster, kann der andere auch eins haben. Ja, dann ist immer der Kopf unterschiedlich. Ha, dann haben wir mit deswegen Geld. Ist das eine. Dafür haben wir Filzstifte. Extra Figur, die wieder irgendwo gesammelt wird. Ja. So. Ein kleiner Tisch besteht aus drei Teilen. Das Werkzeug legen wir einfach mal zur Seite. Ein Kaffeebecher in Flatsilber, die ist noch drauf. Ansonsten nichts Besonderes. Und dann das Eingangstor zum Headquarter. Also für den Namen, den das Set hat, ist das wirklich sehr, sehr spartanisch. Da hätten sie ein schöneres Set rausmachen können als hier das Klappding und das lockere Schild hier mit dem Mechanismus, der hier hinten nicht fest ist. Geil. Aber es sieht so richtig schön technisch aus. Ja, mit einem 1-1-Round hinten dran hätte es auch mal technisch ausgesehen. Egal. Ist so. Bleibt so. Werkzeug. Eine Lampe. Ein Durchgang und eine Wand. Ja. Deswegen wird Set gekauft. Wegen den Figuren. Richtig. Der Rest kommt in die Kiste. Genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr das schon zusammengebaut habt, was ihr davon haltet. Und was? 8 Euro hat es gekostet. 7,95 Euro haben wir bezahlt. Ja, 8 Euro im Endeffekt. 7,49 Euro haben wir bezahlt. 49, also 7,50 Euro. Genau. Und ein 10er ist die UVP. Also unter 8 Euro muss es auf jeden Fall sein, dass er 4 Euro pro Figur bezahlt. Ja. Na, okay. Anleitung ist für Figurensammler eine 100%ige Kaufempfehlung bei 8,50 Euro. Nee, 7,50 Euro. Und ansonsten sollte man sich überlegen, ob man es kauft oder nicht. Oder wartet, bis die Dinger auf dem Gebrauchtmarkt sind. Ja. Ja, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das war's dann für heute. Genau. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.